Ja, bei diesem zweitägigen Workshop geht es darum, die Unterschiede oder die Zusammenhänge zu erkennen, was im Unterbewusstsein abgespeichert ist und wie das mit den Mustern, mit blockierenden, limitierenden Mustern zusammenhängt, sodass du das in dein Bewusstsein holen kannst, dann auch neue Entscheidungen treffen kannst, sodass sich dann auch die Ergebnisse in deinen verschiedenen Lebensbereichen manchmal wie von Zauberhand verändern können. In diesem Workshop lernst du, die Zusammenhänge zu erkennen, blockierende, limitierende Muster zu sehen und zu transformieren. Du lernst, dir selbst die richtigen Fragen zu stellen, die Signale deines Körpers zu lesen und zu übersetzen und natürlich auch dich selbst wieder zu regulieren. Ja, und dieser Workshop ist aufgebaut in einem Mix aus Wissensvermittlung, ganz vielen alltagstauglichen Übungen, einer ganzheitlichen Betrachtungsweise und natürlich kommt am Ende dabei ganz viel Klarheit heraus und innerer Frieden. Ja, für wen ist denn dieser Workshop nun? Also aus meiner Sicht ist dieser Workshop für alle Menschen, die sich weiterentwickeln und Blockierendes transformieren wollen. Warum solltest du jetzt ausgerechnet bei mir einen Workshop buchen? Seit 2012 arbeite ich sehr erfolgreich in eigener Praxis und nicht nur das, ich liebe es, mich permanent weiterzuentwickeln und dieses auch mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Als ganzheitliche Kinesiologin, Transformations- und Hardness-Coach begleite und unterstütze ich Menschen in ihren Veränderungsprozessen. Und als Dozentin hier bei der Paracelsus Gesundheitsakademie, da teile ich sehr gerne mein Wissen zum Thema Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Und seit dem letzten Jahr fließt auch die schamanische Arbeit mit hinein. Das ist so nochmal eine ganz magische Unterstützung. Ja, das Thema Gedanken, Emotionen und Weiterentwicklung geht uns doch irgendwie alle an. Und darum würde ich mich riesig freuen, wenn ich dich bei einem meiner Workshops persönlich kennenlernen kann und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und sage bis ganz bald, deine Birgit.